So, damit dann ein herzliches Grüß Gott in die Medienrunde zur letzten Vorspieltagspressekonferenz in der Saison. Über 1000 Fans werden morgen mit nach Augsburg reisen, das vorweg noch als Info. Und eigentlich hätte Stefan Leitl gerne noch mal Platz genommen. Dem geht es heute leider aber nicht so gut. Deswegen André Mijatovic vertritt ihn heute, der Co-Trainer, wie morgen auch beim Spiel. Und André, dann die übliche Frage zuerst an dich jetzt erstmal. Wie schaut es denn mit dem Personal aus? Servus zusammen. Personal hat sich nicht großartig verändert. Bis auf Langzeitverletzten sind alle an Bord, heißt auch Meierhofer, Kehr, Nielsen, Barry. Die sind raus und alle anderen, wie gesagt, an Bord. Gut, und dann steigen wir doch gleich in die Fragerunde ein. Christian Akbasade von Sky war am schnellsten mit der Hand. Grüße in die Runde. Hi André. André, so hast du dir das wahrscheinlich nicht vorgestellt, bei der letzten Pressekonferenz und beim letzten Spiel in der ersten Reihe zu stehen. Wie emotional ist das für dich jetzt aber auch ganz persönlich nach diesen über 3 Jahren in Fürth, jetzt hier zu sitzen und das morgen dann nochmal zu erleben? Natürlich haben wir uns alle anders vorgestellt und wäre normal gewesen, dass der Stefan hier sitzt, aber leider haben wir aus den letzten Jahren dann immer gelernt, das wird schwierig mit dieser Geschichte mit Corona und hat der Stefan jetzt erwischt. Ihm geht nicht so gut, aber ich glaube, dass in die nächsten paar Tage wird schon besser gehen. Ja, natürlich ist das emotional. Ich war Spieler hier 2005 bis 2007, jetzt über 3 Jahren hier als Co-Trainer. Schöne Geschichte geschrieben, alle zusammen hier. Deswegen, ich möchte mich auch, oder wir möchten uns auch im Namen von Stefan bedanken, auch bei euch Medienvertreter, bei den Fans natürlich, die haben uns großartig unterstützt, auch diese Saison. Und natürlich auch bei der Mannschaft und alle Mitarbeiter im Verein. Ich hoffe, dass wir die Möglichkeit haben, einen schönen Abschied dann zu machen, alle zusammen mit einem ersten Auswärtssieg in Augsburg, wäre das ganz, ganz gut. Michael Fischer, Fürther Nachrichten. Ja, hallo Herr Mijatovic. Ich hätte eine Frage. Sie wohnen ja zusammen mit Stefan Leitl in einer WG. Können Sie kurz mal erzählen, wie Sie die vergangenen Tage abliefen? Ab wann war Corona bei Ihnen im Wohnzimmer Thema und wie war es dann? Ist einer von Ihnen beiden ausgezogen nach den Tests oder wie liefen die letzten Tage ab? Ja, die haben schon das viele gefragt, Gott sei Dank. Ja, was heißt Gott sei Dank? Haben wir in den Tagen nach dem Spiel keinen direkten Kontakt gehabt. Deswegen bis jetzt habe ich nichts, ne? Und ich hoffe, dass auch so bleiben wird. Dementsprechend der Ablauf war auch folgendes, dass sowieso Stefan und ich sehr enge Beziehung haben und dass wir alle Sachen gemeinsam das besprechen. Und so war auch die Woche dementsprechend auch für die Mannschaft keine große Umstellung. Michael, du darfst gleich nochmal. Ja, dann schließe ich direkt an. Sie haben gerade schon gesagt, dass Sie noch einen Auswärtssieg holen wollen. Das fehlt natürlich noch in dieser Saison. Die Mannschaft hat jetzt in 16 Spielen 4 Punkte geholt. Zu Hause lief es ja eigentlich ganz gut. Können Sie erklären, warum es sich auswärts gar so schwer getan hat? Ja, ich glaube, es ist auch nicht Zeit, großartige Analyse zu machen über die ganze Saison. Natürlich war eine schwierige Saison und was wir aber versprochen haben oder was der Stefan versprochen hat vor dem Saisonstart, hat er gesagt, wir werden Heimsieg holen und das haben wir getan, deswegen Versprechung ist erfüllt. Natürlich haben wir uns auch Auswärtsspiele anders vorgestellt, aber wie gesagt, ich hoffe, dass wir gemeinsam auch mit der Mannschaft noch für Stefan eine schöne Abschiedsgeschenk machen können. Michael? Okay, ich mache direkt weiter mit meinem Fragenkatalog. Waren Sie schon mal in der Jugend als Co-Trainer oder in den vorherigen Stationen irgendwo mal alleine an der Seitenlinie oder ist es tatsächlich eine Premiere in Ihrem Trainerleben? Wenn ich mich erinnern kann, sogar hat der Stefan ein zweiteliger Spiel hier zu Hause eine rote Karte bekommen.
Und deswegen habe ich kurz eingesprungen für eine halbe Stunde, aber von Beginn an jetzt ist die Premiere. Martin Morawetz, dpa. Hallo Herr Mijatovic, wie werden Sie denn am Samstag Kontakt mit Stefan halten, per Handy, oder wird es vielleicht am Spieltag selber auch gar keinen Kontakt geben? Und eine anschließende Frage, wird es auch in Hannover eine WG geben mit Stefan Leitl? Ja, bezüglich auf die erste Frage, muss man schauen, wie es Stefan morgen geht. Dementsprechend werden wir auch Kontakt haben, ist ganz, ganz normal, aber die Sachen sind schon abgesprochen, deswegen ist die Mannschaft auch vorbereitet für das Spiel. Zweite Frage ist eine gute Frage. Und wie stand jetzt, wird wieder eine Männer-WG? Christian, kommen wir zu dir nochmal. Was ich mich auch frage, André, der Weg führt nach Hannover. Wie viel hat das eigentlich in der Entscheidungsfindung auch mit dir zu tun? Also wie läuft das ab? Weil ihr seid ja nun wirklich ein gutes Duo über die Jahre. Also wie viel Gewicht hat dein Wort dann bei dieser Entscheidung pro Hannover in dem Fall? Stefan ist absoluter Chef und deswegen, da braucht man nicht darüber sprechen. Auf die andere Seite natürlich, dass wir manche Sachen oder manche Dinge auch gemeinsam besprechen. Und so war auch der Fallwechsel nach Hannover. Michael? Ich hätte noch eine letzte Frage an Sie als ehemaliger Verteidiger. Der junge Oliver Fobasam war jetzt in den letzten Wochen immer im Kader, hat aber noch keine einzige Minute mitspielen dürfen. Was fehlt ihm noch, um einfach mal in die Mannschaft zu rücken? Und ist es denkbar, dass er einfach jetzt am Wochenende nochmal fürs Gefühl zumindest ein paar Bundesliga-Minuten bekommt? Das wären das seine ersten. Für Oliver war es sehr, sehr wichtig, weil... muss man ehrlich sagen, ist er nicht in optimale Fitnesszustand zu uns gekommen. Deswegen war es sehr, sehr wichtig, dass er einfach Teil des Mannschafts ist, dass er mal die Abläufe kennenlernt, dass er einfach seinen Fitnesszustand auch verbessert. Das hat er auch getan. Wir haben auch gesehen im Testspiel in Regensburg, dass in Junge steckt auch großes Potenzial. Aber für ihn ist auch wichtig, dass er mal regelmäßig spielt. Deswegen hat er jetzt auch bei der zweiten Mannschaft gespielt und wird auch in die kommenden Spiele bei U23 seine Minute bekommen. Martin, bitte. Herr Mijatovic, Sie haben gesagt, dass Stefan der absolute Chef ist. Können Sie vielleicht ein bisschen beschreiben, wie viel Input, wie viel Einfluss Sie insgesamt nehmen konnten und nehmen können auf Entscheidungen? Für Spielvorbereitung, für Trainingsinhalte etc.? Ich glaube, das ist ganz, ganz normal, dass wir im Trainerteam gemeinsam die Sache besprechen. Stefan ist sehr, sehr offener Mensch und der ist offen für die Ratschläge. Aber in eurer Branche, in unserer Branche ist ganz, ganz normal, dass der Chef die letzte Entscheidung hat. Und dementsprechend, wie gesagt, besprechen wir alle zusammen, aber letzte Wort gehört zu ihm. Christian, kommen wir nochmal zu dir. Was wirst du denn, André, an Fürth am meisten vermissen? Vielleicht abgesehen von Immanuel neben dir, aber ansonsten. Kannst du nochmal die Frage wiederholen, bitte? Was du am meisten vermissen wirst an Fürth? Wie gesagt, sehr, sehr schöne Jahre hier. Ich glaube, dass wir eine historische Geschichte hier geschrieben haben mit dem Aufstieg. Hat uns keiner geglaubt oder hat mit uns keiner gerechnet. Deswegen, dass wir definitiv in die Erinnerung bleiben, aber nicht nur das, sondern die tollen Menschen, die hier wir gefunden haben, mit Fans im Rücken, mit allen Mitarbeitern und ja, nochmal großen Dank an alle. Aber wie gesagt, alle guten Dinge sind drei. Deswegen, ich schließe nichts aus. Michael, ist die Meldung noch aktuell? Die ist noch aktuell, ist auch die letzte Frage versprochen. Gut. Wir haben in der Saison ja oftmals über Taktik gesprochen. Was wäre denn Ihre favorisierte Vorangehensweise? Welche Formation würden Sie gerne nochmal zum Abschiedssheet als Cheftrainer spielen beim Klettner? Ja gut, wie gesagt, die Sachen, die Ablauf für die Woche ist sowieso schon vorher geplant. Deswegen hat da Stefan absolute Vertrauen. Großartig wird sich das nicht ändern. Ich glaube, es ist auch nicht notwendig. Ja, also die Personal, wer beginnt, muss man noch morgen
abwarten, aber ich gehe davon aus, dass die Jungs nochmal alles da reinwerfen und wie gesagt, dass wir uns mit einem Sieg verabschieden können. Gut, dann danke André, danke Stefan an der Stelle, dann gute Besserung auch und Grüße nach Hause. Und abschließend vielen Dank an euch im Namen von uns allen für die Zusammenarbeit in der Saison. Ist ja jetzt die letzte offizielle Spieltagspressekonferenz. Deswegen möchten wir das eben auch nicht verpassen und uns da bedanken. Allen, die dann morgen mitreisen, trotzdem natürlich eine gute Anreise nach Augsburg. Und wir sehen uns ja dann die kommenden Tage. Bis dahin, schöne Zeit. Servus.